Hallo und herzlich willkommen bei Alex TV. Mein Name ist Fabian Angerstein. Wie wir alle wissen, ist Russland das flächenmäßig größte Land auf dieser Erde. Mit rund 17 Millionen Quadratkilometern und einer Einwohnerzahl von rund 142 Millionen Menschen. Russland hat aber nicht nur die Fläche als größtes zu bieten, sondern auch andere Sachen, wie zum Beispiel den größten und längsten Fluss Europas, die Wolga. Hier kann man nicht nur wunderschöne Flusskreuzfahrten unternehmen, nein, man kann auch die ganzen Orte am Ufer der Wolga entdecken. Die Wolga fließt unter anderem an der Hauptstadt Russlands vorbei, und zwar Moskau. Moskau ist zudem auch gleichzeitig die größte Metropole in Europa mit einer Einwohnerzahl von rund 12 Millionen Menschen. Neben der größten Metropole von Europa hat Russland auch den größten Süßwasserspeicher der Welt zu bieten, und zwar den Baikalsee, jetzt auch ganz neu bei uns mit im Reiseprogramm. Der Baikalsee ist nicht nur das größte Süßwasserreservoir, sondern auch gleichzeitig der tiefste See der Erde. Mit seinen 25 Millionen Jahren zudem auch noch einer der ältesten. Um den Baikalsee herum befindet sich die Sibirische Taiga. Die Sibirische Taiga umfasst rund 45% der russischen Gesamtfläche und auch über 20% der Holzreserven weltweit. Im Nordosten von Sibirien befindet sich ein kleines Dorf namens Oymyakon in der Nähe von Jakutien. Oymyakon ist der kälteste Ort auf diesem Planeten, mit einer Durchschnittstemperatur im Januar von minus 50 Grad Celsius. Die tiefsten Temperaturen, die in Oymyakon gemessen wurden, liegen bei ungefähr minus 70 Grad Celsius. Diese kalten Temperaturen kommen daher zustande, dass das Dorf in einem Tal liegt, umgeben von mehreren Felsrücken. Dadurch ist die warme Luftzufuhr für dieses Dorf abgeschnitten. Diese Temperaturen machen den Einheimischen das Leben relativ schwer. Mit diesen interessanten Fakten zu dem größten Land der Erde verabschiede ich mich für den heutigen Tag und freue mich, Sie morgen wieder bei Alex TV begrüßen zu dürfen, wenn es darum geht, welche großen künstlerischen Meisterwerke das Land hervorgebracht hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen bei Alex TV.